Hi, ich begrüße euch herzlich zu dieser Ausgabe von Russland direkt. Wie in vorherigen Videos bereits angekündigt, interessiert uns die Frage, ob die Terroranschläge der letzten Wochen die Meinung der Russen zum Syrien-Einsatz ihrer Luftwaffe beeinflusst haben oder nicht. Die Russen verfolgen das Geschehen in Syrien jetzt noch genauer als in der Zeit davor. Die Mehrheit rechnet mit einer Ausweitung der militärischen Auseinandersetzungen zwischen dem eigenen Militär und dem Daesh, wie man die Islamisten in Syrien und dem Irak bereits längere Zeit nennt. In der russischen Erinnerung hat sich der Terroranschlag auf das Flugzeug über dem Sinai noch viel tiefer eingebrannt als die Anschläge in Paris. Das ist verständlich, sind jedoch über 200 russische Staatsbürger ums Leben gekommen. Als Ursache für die Flugzeugbombe vermuten die meisten Russen Lücken in der ägyptischen Flughafensicherheit. Nur wenige vermuten einen Verräter in den Reihen der russischen Fluggesellschaft. Als Grund für die späte Reaktion Putins auf den Absturz, und zwar erst zwei Tage danach, vermuten viele unvollständige Infos des Kreml. Einige vermuten aber auch, er wolle angesichts des russischen Militäreinsatzes keinen terroristischen Hintergrund zugeben. Und jetzt kommen wir zur entscheidenden Frage. Hat sich die Stimmung der Russen zum eigenen Militäreinsatz in Syrien verändert? Hier können wir zwei Umfragen vergleichen, die das Levada-Zentrum unmittelbar vor und nach den Terroranschlägen gemacht hat. Das Überraschende ist, die Zustimmung für den Militäreinsatz ist sogar leicht gestiegen und der Teil der Bevölkerung, der diesen Einsatz nicht will, hat abgenommen. Es ist also durchaus geschickt von Putin, nach den Terroranschlägen die Rache an den Terroristen durch eine Verstärkung des Syrien-Einsatzes in seinem politischen Kurs in den Vordergrund zu stellen. Wie es in dieser Sache weitergeht, darüber halten wir euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden. Über den Link, der jetzt hier eingeblendet wird, gelangt ihr übrigens zu weiteren Videos von mir und Russland direkt. Und damit bin ich auch schon am Ende. Also, bis zum nächsten Mal.